Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4, hier im Jahr 2 und in der Winkelgasse, in der Nocturngasse, wohl besser gesagt. Denn Harry ist durchs Flohnetzwerk gereist und leider an der falschen Stelle herausgekommen. Harry ist nämlich in der, wie gesagt, Nocturngasse rausgekommen, einer Ortschaft, an der ein gern anges oder ein gut angesehener Zauberer nicht gern gesehen ist. Und Hagrid hat ihn gefunden, zum Glück. Denn ich denke, Harry hätte hier sonst. Ui, was zum Teufel? Alles klar. Harry hätte hier sonst wohl einige Schwierigkeiten bekommen. Jetzt haben wir aber Hagrid an unserer Seite. Von daher kann uns wohl nichts mehr passieren. Hoffen wir doch mal. Kann ich hier. Okay. Wie oft kann ich die denn noch größer machen? Oh. Oh, das tut mir leid. Also, das muss so. Das sind Luftballons in Form von Köpfen. Wir haben die einfach nur ein bisschen weit aufgepustet. Das ist alles, Leute. Das ist. Ach nee, schon wieder. Ich dachte, ich kann da vielleicht einfach. Ja, mach halt den gleichen Fehler noch ein drittes Mal. Kann ich denn mit dir hier irgendwas? Ja. Okay, das ist doch gut. Danke. Kriege ich meine ganzen Münzen wieder. So, da kommen wir noch nicht rein. Das ist ein silbernes Schloss. Da wird der gute Hagrid auch nichts machen können. Hier. Nee. Was haben wir da? Ja, eine Wolke in einem Glas. Da können wir die Fische wieder zum Leben erwecken. Oh, wie schön. Da freuen sich die Fische, dass sie hier wieder Wasser bekommen haben. Das ist toll. So, muss man jetzt mit diesen Fischen irgendwas tun? Nee, da gibt es einfach nur einen Haufen Münzen. Das finde ich sehr schön. So, der Besen. Damit machen wir hier erstmal das Bild sauber. Wobei, nein, es ist ein Spiegel, kein Bild. Und da sehen wir nämlich, dass Hagrid hier an diesem Hebel ziehen kann. Wie ging das nochmal mit B? So. Aha, was bekommen wir dann? Was bekommen wir dann da? Da bauen wir uns ein Schwert. Gut, das hier können wir das noch zerstören. Nein, ich will mal ganz kurz nochmal hier hochgehen. Hier sind nämlich auch noch ein paar Sachen zu tun. Na, ich erwische das hier gerade nicht. Also wirklich. Jetzt habe ich's. Der kriegt hier noch einen Helm und einen Zepter zum Tanzen. Oder beziehungsweise nicht zum Tanzen, zum, naja, sich verbeugen. Okay, da sind wir auch schon fertig. Dann gucken wir hier nochmal. Da geht die Tür dann auf, alles klar. Da wollen wir wahrscheinlich raus. Hier bräuchten wir einen bösen Zauberer, denn diese roten Partikel bedeuten immer, dass man einen bösen Zauber benötigt. Einen bösen Zauberer haben wir noch nicht. Damit. Ah, damit kann der Zauberer im Bild jetzt den Drachen besiegen, oder was? Ja. Sehr gut. Dankeschön. Da ist der Schlüssel. Was ist das denn hier? Das sieht ja sehr interessant aus. Da ist der Schlüssel. Dankeschön. So. Den setzen wir hier ein und dann kommen wir hier auch endlich raus. Aus diesem Laden. Einen Moment. So. Dann gehen wir mal und schauen, was uns hier erwartet. Ein paar Kisten. Mit ziemlich vielen Münzen drin. Das finde ich gut. Die kann ich sehr gut gebrauchen. Und ein paar Teile bekommen wir da auch zum Bauen wieder. Aha. So, kann ich die nochmal anschießen und kriege ich dann noch was? Dann gehen sie bloß wieder rein. Okay. Na gut, dann machen wir mal das hier, was auch immer das ist. Ah, da bauen wir uns einen Hebel zusammen, damit Hagrid uns hier den Weg freimachen kann wahrscheinlich. Ah, ich möchte gerne das da noch aufmachen. Dankeschön. So, hier hinten ist noch eine Lampe, die wir anmachen können. Dann ist es hier gleich gar nicht mehr so dunkel und viel freundlicher.
So, Hagrid, dann zieh doch mal bitte Borgin and Burks. Da sind wir also rausgekommen. Das war der Laden, in dem wir eben waren. Ja, Borgin and Burks wird noch interessant werden, glaube ich. So, das haben wir auch geschafft. Na, was machst du denn da? Kann ich den nochmal rausholen da? Nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Okay. Dann gehen wir weiter. Huch! Das war ich jetzt aber nicht. Eine Spinne. Und wer mich kennt, der weiß, ich mag keine Spinnen. Spinnen sind mir so ziemlich das größte Übel, was ich kenne. Oh, da oben ist ein Teil. Das hätte ich aber gern. Kann ich das irgendwie bekommen? Nee. Da kommen wir, glaube ich, nicht ran. Hm. Oh, wo fallen denn diese Münzen hier hin? Hallo? Bin ich nicht gut. Ich glaube, wir kommen hier nicht rein. Nee, da brauchen wir auch wieder einen bösen Zauber. Und so bekomme ich das nicht. Na, dann eben nicht. Okay, ich glaube, da kommen wir noch nicht weiter. Ich kann das so auch nicht aufsammeln. Nee. Na gut. Ui. Oh, eine Charaktermünze. Das ist Harry im Pullover. Da ist noch eine Lampe. Habe ich nicht lang genug drauf gehalten? Scheint so. Jetzt aber. Sehr gut. Wunderbar. So, dann hier nochmal am Hebel ziehen, aufmachen und ich glaube, jetzt sind wir aber dann draußen. Ja, genau. Ah, ja. So, damit haben wir das Level abgeschlossen. Ja, das drücke ich hier mal alles durch und können weitermachen mit der Geschichte. Da hat der Vater von Malfoy der lieben Ginny doch etwas zugesteckt, wie wir gesehen haben. Oh. Okay, und die beiden kommen hier nicht mehr durch und da ist auch wieder Dobby für verantwortlich, selbstverständlich. Oh, weh, oh, weh. Mitten in der peitschenden Weide sind die beiden da gelandet. Das hat ihr natürlich nicht gefallen. So, wir sammeln hier gerade mal schon wieder ein paar Münzen ein, denn wir wollen uns ja noch den roten Stein kaufen irgendwann, mit dem wir die Geisterstats sammeln können. Hier machen wir mal ein bisschen Ordnung, würde ich sagen, überall. Du könntest mal aufstehen, oder? Geht das? Nee. Kann ich die nicht zum Aufstehen bewegen? Nein. Was macht das? Aha, das macht den Müll weg, oder was? Auch gut, so eine Mülltonne hätte ich auch gern zu Hause. Wenn ich den Müll nicht mehr alleine wegräumen müsste, wäre das auch schön. Aber was soll's. Wir sind eben leider nur Muggel. So. Okay, ach, die hat hier was ausgespuckt. Okay, danke schön. Das kommt hier rein. Ah ja, ich sehe schon, wir brauen da wieder einen Trank.
Das kann ich. Ist das der Stärketrank? Müsste ja dann eigentlich so sein, weil einen anderen kennen wir ja noch gar nicht. Ah ja, mit diesen Kisten konnten wir noch gar nichts machen. Stimmt, da erinnere ich mich wieder dran. So, ist ja für mich jetzt auch, also die zweite Aufnahme dieser Session. Die letzten Aufnahmen sind aber auch schon wieder eine Woche her für mich. Na? Jetzt. Bauen wir hier mal den guten Knochenfreund zusammen. Oh. Ah, und der hat den Arm. Mhm. Der kommt auch mit hier rein. So. Da fehlt uns ja eigentlich nur noch der Basiliskenzahn. So, das nehmen wir noch mit. Kann ich hier hoch? Ein bisschen? Nee. Hermine, komm mal her. Du müsstest vielleicht eventuell höher springen können. Bisschen, aber auch nicht hoch genug. Schade. Na gut. Hier können wir noch ein paar Münzen aufdecken. So. Ah ja, da sehe ich auch schon, wo wir dann dagegen... oder beziehungsweise nicht dagegen schießen müssen, was wir hier dann quasi benutzen müssen, wenn wir den Trank zusammengebraut haben. Da ist auch schon, ich denke, der Zahn, den wir brauchen. Wir müssen ihn nur noch ausreißen. Und da oben sehe ich eine Charaktermünze. Zwei sogar, okay. Da kommen wir jetzt, glaube ich, noch nicht ran. Hey! Das war doch keine Absicht. Aha. Damit überfahren wir... Ah, jetzt weiß ich auch, wie wir an die Münzen rankommen. So. Dann werden wir hier die Blume mal einen Zahn ausschlagen. Den wir noch für unseren Trank benötigen. Kann ich da noch was machen? Nein. Das nehmen wir mit. Das kommt hier rein. So. Na dann, Hermine. Lass es dir schmecken. Gluck, gluck, gluck. Aha, so. Auf geht's. Ah ja, dann wären wir gar nicht weitergekommen, wenn wir die Tür nicht aufgemacht hätten. Das war also auch notwendig. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier noch zusammenbauen können. Einfach einen Tisch. Okay. Und dann kommen wir hier oben auch ran. Vielleicht? Nein. Kann mal einer von euch da eventuell was machen? Nicht wirklich. Komme ich denn selber da nicht ran? Jetzt habe ich's. Okay, wunderbar. Sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter, weil hier können wir, glaube ich, jetzt erstmal nichts mehr machen. Und schauen mal, wo uns denn die Geisterstats dahin führen, beziehungsweise der fast kopflose Nick. Erstmal auf den, Vorplatz von Hogwarts oder einen Innenhof, sagen wir es mal so. Wo muss denn dieser Apfel hin? Oh, weh, oh, weh, oh, weh, oh, weh. Eine Alraune. Ich glaube, dieser Apfel ist auch wieder für irgend so einen Trank. Warte mal, bekomme ich den Schüler da oben runter? Ja. Ich sehe aber auch keinen Kessel, in den ich das reinstecken könnte. Nee. Ach Quatsch, Harry. Was machst du denn? So, damit kann man... Da brauchen wir einen lauten Schrei. Und wir haben ja eben schon jemanden gehört, der sehr laut schreien kann. War offensichtlich nicht der richtige Charakter, der da rein muss. Ah, da ist der Kessel. Gegen den können wir aber hier gerade noch nichts tun. Gegen den Wichtel oder was es ist. Na gut, gehen wir mal weiter. Ich glaube, wir werden jetzt bestimmt etwas lernen, um diese Alraune da zu besiegen oder, ich sag mal, zur Ruhe zu bringen. Hier gibt es nichts mehr, das haben wir alles schon gemacht. Ja. So, und ich habe mir sagen lassen, vom Mann im Hintergrund, diese gute Dame hier heißt Madame Sprout. Das habe ich ja beim letzten Mal nicht mehr so genau gewusst, wie denn diese Lehrerin für Kräuterkunde, heißt es, glaube ich, heißt.
Ah ja, diese Schränke sind also dafür da, um sich dort Ohrenstöpsel zu holen, wie es aussieht. Uiuiui. Ja, zu denen sollten wir nicht so nah hingehen. Das hatten wir ja schon. So, hier können wir wieder ein paar Sachen machen. Dann machen wir das doch auch mal. Holen uns hier ein paar Münzen. Und diese Blumen kann ich nicht zerstören. Aber das da. Ach so, ich muss mir jetzt erstmal. Ich gehe mir jetzt erstmal so ein paar von diesen Ohrenstöpseln da holen. Oh, hier ist noch eine. Die habe ich gar nicht gesehen. So, da rein. Okay. So, jetzt kann ich die nämlich aufheben. Und sie schreit weiter. Und damit kann ich Leute ärgern und Glasscheiben zersplittern. So, dann machen wir erstmal alles aus Glas kaputt. Das und dieses. So. Schön alle Gefäße zerstören. Die braucht doch kein Mensch mehr. Ja, dann geht doch einfach mal alle weg, wenn euch das stört. So. Das hätten wir. Da ist, glaube ich, noch was. Genau. Okay, wo soll ich denn jetzt hin damit? Hier in diese Töpfe sollen die rein. Das machen wir sofort. Du kommst auch mit. Und rein mit dir. So, da würde ich jetzt aber erstmal hier überall noch dagegen schießen, um zu gucken, ob ich hier noch was aufsammeln kann. Noch ein paar Münzen oder so. Oh weh. Die Pflanze hebt direkt ab, auch gut. Hier gibt es überall noch Münzen. All diese Pflanzen geben uns viele, viele, viele schöne Münzen, die wir gut gebrauchen können. Ich würde, glaube ich, nach dem nächsten Kapitel auch, glaube, noch mal zurück in den tropfenden Kessel gehen und da dann den Stein holen, falls wir genug Stats haben. Aber momentan sieht es gut aus, dass wir das auf jeden Fall zusammenbekommen, bis wir die Möglichkeit wieder haben. So. Ach, das Einzige, was mich halt ein bisschen stört, ist, dass das hier immer alles so breit hinfällt. Oh, ich sehe da oben aber auch noch was, das ich gerne hätte. Kann ich das irgendwie bekommen? Na, ich glaube. So. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Da haben wir schon dagegen geschossen. Ich sehe da oben auch noch einen blauen Stein, aber an den komme ich, glaube ich, nicht ran. Das da habe ich schon. Nee. Okay, da haben wir noch ein paar Pflanzen. Da muss ich aber mal hier dahinter. Ja, von da komme ich da besser ran. Da steht die gute Madame Sprout ein bisschen im Weg. Okay, ich glaube so langsam. Ne, da oben sehe ich noch ein paar Pflanzen. So. Hey! Lassen Sie mich raus. Ah, jetzt sind natürlich alle Münzen weg, nur weil ich die aus Versehen angeschossen habe. Soll sie mal nicht so anstellen? So schlimm ist das doch nicht. Hier ist noch was. Okay. Oh, das ist aber laut. Warte mal, da sehe ich noch eine Blume, da komme ich so aber nicht ran. Ah ja, jetzt. Ich glaube, jetzt habe ich es aber. Nee, da ist noch was. Ah. Seht ihr mal, seht ihr mal. So. Jetzt kommst du aber mit. Okay. Muss gleich noch mal gucken wegen dem Ton. Irgendwie kommt mir das alles ein bisschen sehr laut vor. So, geschafft. Umgang mit Alraunen freigeschaltet. Sehr gut. Und einen goldenen Stein gibt es dafür. Wartet mal. Ich muss mal gerade eben schnell
ins Menü. Wie geht denn das hier? So. Mal kurz ins Menü gucken. Irgendwie kommt mir der Ton. Nö, ist aber eigentlich okay. Kommt mir sehr laut vor alles. Aber ist schon okay. Ist schon okay so. Ist, glaube ich, einfach nur jetzt hier drin ziemlich laut. Da sehe ich noch ein paar Stats, die ich gern hätte. So. Diesen Blumen konnte ich ja nichts machen, ne? Wie komme ich denn da oben ran an diesen Stat noch? Ne? Jetzt habe ich ihn. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, dann gehen wir hier wieder raus und können dann jetzt draußen wieder einige Sachen machen. In diesem Hof, wo wir eben waren, habe ich ja auch einige Glasgegenstände gesehen und da war auch eine Alraune. Dann holen wir uns hier erstmal ein paar Ohrenstöpsel. So. Und dann würde ich sagen, holen wir die Alraune, die hinten steht. Okay, komm doch mal mit, meine Liebe. Gucken wir erstmal, hier waren nämlich einige von diesen Glasbehältern. Ah, genau, da ist einer. So, ich sehe ein bisschen schlecht hier in der Ecke. Ich glaube, da war aber keiner weiter. Die macht aber auch ein Geschrei hier, die Gute. Komme ich hier durch? Ja. Kann man die Kisten damit auch öffnen? Nein. Ja, ja, ja. Wir sind sehr langsam mit der Alraune in der Hand. Hm. Da müssen wir jetzt durch. So, 2 von 5. Okay. Ich weiß, hier vorne war noch eine. Da ist noch eine. So. Dankeschön, dankeschön. Man kann da aber wirklich sehr schlecht sehen in der Ecke. Hm. Okay, was haben wir hier noch? Da. Ah, gut. Da ist keins. Haben wir denn hier noch irgendwo so ein Glas? Hm. Ah, da. Da steht der Schüler davor, deswegen habe ich es nicht gesehen. Und wir bekommen einen Hufflepuff-Jungen dafür. So, ich glaube aber, das war es hier auch. Ich hätte gerne die Münzen vorher noch. So. Jetzt ist aber Ruhe. Kann ich die eigentlich auch wieder rausnehmen? Ja, kann ich. Sehr gut. Falls ich sie doch nochmal brauche. Dankeschön, Dankeschön. Habe ich doch sehr gerne gemacht für euch. Gar kein Problem. So, hier haben wir ein silbernes Objekt, was wir noch nicht benutzen können. Kann ich diese Blumen jetzt eigentlich umschießen? Nein. Damit können wir auch noch nichts machen. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Und folgen dem Pfeil und schauen, wo es uns hinführt. So, du gibst mir Münzen. Gibst du mir auch öfter Münzen? Ja, finde ich gut. Wir haben schon fast das Geld, sage ich mal, zusammen, um uns da den roten Stein zu holen für die Stats. Das können wir doch dann hier gleich mal alles mitnehmen. Okay, wie oft kriege ich denn Münzen von dir? Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht hier. Oh, jetzt ist er kaputt. Und nun bauen wir ihn wieder zusammen und dann... Jetzt ist er Silber. Okay, jetzt können wir ihn also nicht nochmal anschießen. Hm, schau ich mal. Da ist auch noch einer. Ui, 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 ui. Da gibt es aber ordentlich viele Münzen. So. Würde ich sagen, verwandeln wir die ganzen Rüstungen mal in Gold, in silberne Rüstungen. Na... Darum haben wir uns schon bereits gekümmert. Hier können wir nichts weitermachen. Wo sollen wir denn jetzt hin, fast kopfloser Nick?
Hier entlang, okay. Da habe ich doch noch einen blauen Stud entdeckt. Sehr schön. Sollen wir hier dem Schüler mal irgendwie helfen? Geht das? Oh. Hoppla. Was ist denn mit dir? Oh, hätte ich dem vielleicht einfach hier dieses Pflanzendingens irgendwie hinbauen müssen oder wie oder was? Keine Ahnung. Jetzt ist er jedenfalls unten. Mein Gott, hier gibt es aber echt einen Haufen Zeug. Hört ihr das? Ich glaube, die haben wir schon gemacht, gell? Ja. Das hätten wir damit auch erledigt. Ach, ich glaube, dieses hier war ein bisschen unstabil und jetzt hält es halt wieder. Was ist denn dieses Geräusch, was ich die ganze Zeit höre? Ach so, das ist dieses Regal da hinten, was der Wichtel festhält. Hier sind noch ein paar Rüstungen. Schießen wir die doch auch noch mal alle an. Da kommen wir dann weiter. So. Du gibst uns nicht noch mehr Münzen. Du bist nicht so eine Rüstung. Okay. Du vielleicht? Meins, 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 meins. So. Meins, 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 meins. Okay. Ja. Sieht gut aus. Sieht doch gut aus. Und nochmal. Reicht immer noch nicht. Okay. Einmal noch. Ja. Ah, guck mal. Und jetzt haben wir auch schon das Geld zusammen. Da können wir dann nachher, wenn wir das nächste Kapitel abgeschlossen haben, mal in den tropfenden Kessel gehen. Und uns da dann. Gibt es nichts weiter? Ich glaube, hier drüben waren auch noch ein paar von diesen Rüstungen, aber die machen wir dann später. Und uns da dann die letzten Steine noch holen, die uns noch fehlen. Wartet mal, ich würde hier gerne tatsächlich an diese Münzen mal rankommen. Kommen wir wahrscheinlich nur von oben. Ich glaube, wir kommen nämlich jetzt eh hier nach oben. Ich glaube doch, da waren ein paar von diesen Glaswänden oder so im Weg, nicht wahr? Aha. Hier kriegen wir noch ein bisschen was. Und da auch bestimmt. Ja. Na gut. Da gibt es nichts weiter. Hier haben wir schon was gemacht. Ah ja, und ich sehe da auch schon die Alraune sitzen. Die sollten wir aber so vielleicht noch nicht anfassen. Mal schauen, ob ich hier irgendwo einen von diesen Schränken entdecken kann. Nee, hier hinten nicht. Oh, jetzt kommen wir hier hoch. Ah, das haben wir auch schon benutzt. Da ist der Schrank und da sehe ich auch noch einen Zaubertrankkessel. Aber dann kann ich jetzt das da noch benutzen. Das fehlte uns ja noch. Hier ist noch ein Blümchen, das wir noch freispielen können. So. Hier ist wieder. Ah, da kann ich mich draufstellen. Okay. Danke, danke, danke. Sehr gut. Oh je. Oh, okay. Da bekommen wir Lee Jordan, weil einer der Säulenmänner sich geopfert hat, sozusagen. So, gibt's hier sonst noch was? Nein. Und hier auch nicht. Alles klar, dann gehen wir weiter. Mit den Büchern kann ich auch nichts machen. Ich kann aber mal noch das Wappen da oben anschießen. Ist noch ein bisschen was. So, hier hole ich mir erstmal Kopfhörer.
Und ich sehe gerade, unsere Zeit ist aber auch schon wieder um. Das heißt, die Araune werden wir dann im nächsten Part holen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen hier bei Lego Harry Potter Jahre 1 bis 4. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Auch gerne einen Kommentar unter dem Video. Das würde mich sehr freuen. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!